ich bin eine Sphäre und fliege hier herum. Eigentlich kann ich gar nicht reden, denn ich bin so stumm. La 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 la, la 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 la. Und hier sind wir richtig, tra la 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 la. Und wir fliegen jetzt nach links. Und das sieht richtig aus, ja, ja. Und ich düse, 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 düse im Sauseschritt. Und bring die Beeren mit und einen Eisenschlüssel noch dazu. Ich komme mir vor wie die Putzfrau. Überall mal reinschauen. So, es sieht aber gut aus. Ich glaube, ich bin hier auf einem richtigen Weg. Und ich bin sicher, in nur ungefähr gefühlten 5000 Stunden werden wir diesen total spannenden Teil des Let's Plays abgeschlossen haben. Und dann geht's auch endlich weiter mit dem Weltenretten. Ja. Hier sind wir wieder beim Pantheon des Mondlichts. Schalalalalala, schalalalalala. Schubdidu, schamdubdidududa. Herdabdadabdabdada. Mit lächerlichem Gesang zu versuchen, die Langeweile zu überbrücken. Das geht ja ganz gut. Wieso ist die Beere dunkler als die hier? Da muss doch eine hellere kommen. Ja, da ist die hellere. Da ist keine Beere. Okay, also es hält nicht ewig. Aber zum Glück ist ja hier eine Feuerbeere und wir können gleich wieder rumsphären. Und lieber nochmal speichern. Und da fängt die Schlagermusik wieder an. Ich und ich mit ihrem neuesten Hit. In einer Höhle des Lebens. Ich wandelte oft auf dunklen Pfaden und kam mir vor wie ein alter Kuhfladen. Die Schlucht von Everfall. Hier waren wir ja noch gar nicht. Ach, aber als Energieball kommen wir darüber. Wollen wir aber noch gar nicht. Zumindest wissen wir jetzt, wo wir später hin müssen. Das heißt aber, hey, durch die Höhle joggen. Was gibt's Schöneres, als sich stundenlang langweilige Höhlen anzugucken und irgend so einen Typen, der einem die ganze Zeit hier so eine Frikadelle ins Ohr quatscht. Frikadellen sind super lecker. Die hole ich mir im Brötchen beim Bäcker. Und wir kommen dem Ausgang näher. Es ist unglaublich. Oh nein, dass ich das erleben darf in meinem zarten Alter. Ich bin ein bisschen gerührt. Sieht übrigens aus wie so hässliche Fußblasen da, die Wand. So. Und schon sind wir wieder aus Fleisch und Blut. Und nehmen jetzt unsere Sächelchen mit. Auch ein Apfel will gelernt sein, aber das ist noch nicht alles. Denn wir müssen noch mal kurz zum Altar. Und dann räumen wir mal ein bisschen auf. Bin ich hier richtig? Na, es sieht ja noch nicht so richtig aus. Hier geht es wahrscheinlich lang. Ja, es sieht auch gut aus. Okay. Die brauchen wir nicht mehr. Es wird weggestoßen. Also auf den Altar legen können wir gar nichts. So, das Dingelchen können wir hier mit ins Gemüse legen. Jetzt mal überlegen.
Ich weiß es nicht mehr, verdammt. Schlimmstenfalls müssen wir nochmal wieder zurückkommen. Ich speichere einfach mal hier. Und zwar, ne, das speichere ich mal unter anderem Namen. Hahaha, total witzig. So. Ich glaube aber, das müsste es gewesen sein. Aber wir sehen es ja gleich. Können wir die eigentlich... Nö. Schade. Wäre auch zu schön gewesen. Durch bekannte Bildschirme laufen. Ich glaube, da war Legend of Kyrandia 2 dann etwas abwechslungsreicher. So, hier sind wir wieder. Und hier können wir nämlich speichern als Let's Play. Und falls wir einen Fehler gemacht haben, wo kommen wir denn da oben eigentlich hin? Zu einem Feuerbusch, der sonst überhaupt nichts zu sagen hat. Gut. Diese eklige Geschwürwand hier, die ist total ekelhaft, falls ich es noch nicht erwähnt habe. So. Ach. Tja, was ist eigentlich mit diesen Dingern hier? Ich glaube, die lasse ich mal hier liegen. Die brauchen wir erstmal nicht. Ach, Entscheidungen, Entscheidungen. Und wir verwandeln uns wieder in einen pulsierenden Energieball aus alternativen Energien. So, Feuerbeeren können wir uns trotzdem aufsammeln. Ich nehme mal lieber zwei. Die verglimmen bestimmt auch wieder. Jawohl. Nimm. Da liegt schon eine. Hier brauchen wir keine. Aber hier packen wir mal eine hin. Hui! Ah, frische Luft und neue Bildschirme. Endlich mal was Neues. Und noch ein Äppelchen. Da hätten wir uns ja den sparen können, dass wir den mitnehmen. Und wir spielen natürlich mal weiter. Wir speichern natürlich mal weiter. Wieder. Was ist denn los hier? Ich kann nicht brechen. Ein wunderschönes Plateau. Ach, allerliebst. Und ich muss sagen, ich komme langsam in die Bredouille. Weil ich nicht mehr so genau weiß, wie es weiterging. Wenn es hier einen Händler in der Nähe gibt, ja, dann kaufe ich mir erstmal neue Socken. Pam! Und der Brandon kriegt einen fetten Ast auf den Kopf. Pam! Und legt sich auf die Scharnuze.